Der bringt mir zum. Das überlebe ich nie. Das erste Mal im Regen mit dem Formel 1 und das mit Slicks. Es war schon hardcore, aber es war auch ganz klar, dass wenn du den Helmut überstehst, dann hast du auch, kannst du auch mit den Frank Williams, Ron Dennis und Enzo Ferraris umgehen. Wem hast du 2017 gefallen tun müssen, als du die DTM übernommen hast? Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde, heute ein ganz besonderes Video, nämlich mit einem ehemaligen Formel-1-Piloten, 200-fachen Grand Prix-Starter, 12-mal davon stand er auf Pole-Position, 10-mal hat er gewonnen, heute ist er DTM-Chef, aber noch viel wichtiger, er ist ein sensationeller Geschichtenerzähler. Herzlich willkommen, vielen Dank, Gerhard Berger. Hallo, hallo. Freut uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst, ehrt uns. Wollen wir mal ganz am Anfang beginnen bei der Rennfahrerkarriere. Wie wird man überhaupt Rennfahrer? Wie ist man das erste Mal mit dem Motorsport in Verbindung gekommen? Also bei mir ist das eher schon mitgeboren worden oder bei mir ist das eigentlich immer im Blut gewesen. Ich habe nicht so direkten Zugang zum Rennsport gehabt. Meine Eltern haben einen Logistikbetrieb und einen Werkstattbetrieb gehabt. Dort bin ich aufgewachsen. Natürlich habe ich immer mit Autos zu tun gehabt. Aber es war immer das Bewegen der Autos, das, was mich interessiert hat. Und daher habe ich schon sehr früh begonnen und habe das dann auch immer wieder vorgesetzt, so auf den Feldwegen. Aber ich bin nicht so richtig ich habe nicht so richtig eine typische Motorsportkarriere begonnen, sondern war eigentlich irgendwie so ein Cowboy auf der Straße. Und das war ganz unüblich, dieser Zugang war ganz unüblich und ist es auch heute noch, aber es hat funktioniert. Man hört es ja schon, die Herkunft aus Österreich, aus Tirol, aus dem schönen Wörgl. Ich kenne es immer vom Durchfahren, wenn man Richtung Skifahren fährt. Ja, genau, ganz genau, vielen Tankstellen kommt man vorbei. Ja, genau, genau. Dort auch aufgewachsen, später dann nach, ich glaube, mal nach Monaco gezogen und inzwischen? Wieder zurück, back to the roots. Ich war 30 Jahre in Monaco, richtig. Und bin vor 5 Jahren wieder zurückgekommen nach Österreich, wohne da am Berg und in einer super schönen Gegend, direkt am Skigebiet. Und ja, fühle mich richtig wohl. Eigentlich hat man geschaut, dass wir es in der Winterpause schaffen, das Interview hier zu machen. In Wörgl oder wo auch immer, dann haben es leider zeitlich nicht geschafft und jetzt sitzen wir in Bahrain. Wieso sitzen wir in Bahrain? Na, ich komme jedes Jahr hierher. Ich habe viele Freunde da in Bahrain. Das geht zurück in die 90er Jahre, wo ich noch bei BMW war und in Monza beim Grand Prix war und dort dann der Kronprinz von Bahrain aufgeschlagen ist und erklärt hat, er wird eine Rennstrecke bauen in Bahrain und er wird die Formel 1 nach Bahrain bringen. Das Ganze hat ein bisschen Schmunzeln hervorgebracht am Anfang, weil wir natürlich schon immer wieder aus dem Mittleren Osten Kontakt gehabt haben. Dazu mal immer aus Dubai. Es gibt jetzt dann einen Grand Prix in Dubai und so weiter. Ist aber nie zustande gekommen. Aber der Kronprinz von hier, der hat das Thema dann wirklich gut begonnen, hat es richtig in die Hände genommen und es ist heute einer der besten Grand Prix. Und darum freue ich mich jedes Jahr, da herzukommen. Okay. Trotzdem, die Sprache ist natürlich geblieben, das Österreichische. Ich hoffe, man versteht uns jetzt nördlich des Weißwurst-Äquators. Das muss keine Untertitel einblenden. Ja. Wir bemühen uns. Wir bemühen uns, richtig. Ja. Also dann quasi auf den Feldwegen öfter mal gefahren, aber davon wird man auch letztendlich kein Rennfahrer. Irgendwann muss es ja dann weitergegangen sein, professionalisiert worden. Also ich bin in Wörgl aufgewachsen. In Wörgl haben wir zwei Rennfahrer gehabt, die auf nationaler Ebene sie bewegt haben und dort auch ganz gut unterwegs waren. Und bei denen bin ich schon immer als kleiner Bub immer nach der Schule in der Garage stehen geblieben und habe zugeschaut, wie die Autos aufbereitet haben. Und mein Traum war es ja auch, Mechaniker zu werden und an solchen Autos zu schrauben oder solche Autos zu arbeiten. Das habe ich dann auch umgesetzt, bin Mechaniker geworden. Und habe dann in meiner Lehre von einem dieser beiden die Möglichkeit bekommen, ein Rennen zu fahren am Red Bull Ring, oder dort zu meinem Zeltweg. Zu Hause habe ich gesagt, ich bin in der Berufsschule, weil da zu Hause war das Thema Rennsport und Rennfahren überhaupt nicht willkommen. Ich habe dann gesagt, dieses Wochenende muss ich mich vorbereiten für die Woche darauf, für die Schularbeiten und bleibe im Internat und bin am Wochenende in der Schule. Bin aber in Wirklichkeit nach Zeltweg gefahren, habe dort mein erstes Rennen gefahren und habe das gewonnen. Das war aber das Problem, weil dadurch waren die Zeitungen voll am nächsten Tag und zu Hause ist dann irgendwie das Thema doch nicht so geheim geblieben. Und
Ja, und das war dann bei meinen Eltern gar nicht so erfreulich. Es ist dann noch einmal ein Jahr lang so hin und her gegangen. Soll ich reinfahren, kann ich reinfahren, kann ich nicht reinfahren. Also mein Vater hat es einfach nicht unterstützt. Ich habe dann in der Mechanikerlehre wie ein Unfallauto gekauft, einen Alfa Sud, den habe ich aufgebaut und bin dann zum ersten Europacup-Rennen nach Rom gereist. Und das war eigentlich so der Start meiner Rennsportkarriere. Allerdings war das wirklich alles nur als Hobby geplant. Da war kein Funke an Gedanke einer langjährigen Motorsportkarriere. Heute, wenn ich mit dem Motorsport anfangen will, brauche ich erstmal Geld. Damals, das war wahrscheinlich dann verhältnismäßig einfach, weil du ja selber rumgeschraubt hast an den Fahrzeugen. Unfallauto ist nicht besonders teuer wahrscheinlich gewesen. Das konnte man alles selber machen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das... Ich glaube, das ist immer schwierig. Das war dazu mal schwierig und das ist heute schwierig. Es hat auch dazu mal viele gegeben, die immer gesagt haben, sie wären super gewesen, aber das Geld hat nicht gereicht. Bin mir nicht sicher. Ich glaube einfach, der Wille, ein bisschen Talent, Timing zur richtigen Zeit am richtigen Platz, dann kommt man schon weiter. Man darf noch nicht aufgeben und das habe ich ja nicht gemacht. Aber ich kann mich erinnern auch an Sebastian Vettel, die haben auch am Küchentisch ihr Go-Kart aufgebaut. Und ich glaube, um das geht es. Ich glaube schon, dass man auch mit sehr geringen Budgets und mit, ich würde es nicht einmal Sponsor nennen, es waren Mäzens, die halt einfach Freunde, die da oder dort einmal ein bisschen geholfen haben. Aber in Wirklichkeit habe ich mir ein billiges Unfallauto gekauft, das war Totalschaden, habe das mühsamst mit ein paar Freunden aufgebaut und mit dem bin ich zum ersten Rennen gefahren und geschlafen habe im Auto und habe mich da beim Alfa Sud Cup angemeldet und habe vom Preisgeld mir das nächste Rennen wieder finanziert. Du hast gesagt, man muss den Willen haben, um das Ganze durchzuziehen. Wieso hattest du diesen Willen? Was hat dich angetrieben? Fandest du das Autofahren einfach so, hat es ja so viel Spaß gemacht? Wolltest du gewinnen? Nein, es hat mir einfach wirklich Spaß gemacht, diese Autos einfach am Limit zu bewegen, zu beherrschen am Limit und natürlich auch dann besser zu sein wie die anderen. Und dann wurde es ja schon, in die Formel-Klassen rein wird es ja dann schon richtig professionell. Wie ist der Sprung dann gelungen? Ja, eigentlich war dieser, es klingt heute so lapidar, dieser Alfa Sud Cup war schon ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, okay. Weil es hat dazu mal gegeben, diese nationalen Meisterschaften in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, in Italien, überall. Und das war das erste Jahr, wo diese Meisterschaften zusammengeführt worden sind. Und wie ich da nach Rom gefahren bin, habe ich vorher natürlich mir den einen oder anderen Mechaniker besorgt, der schon ein bisschen Erfahrung gehabt hat, der mir den Motor aufgebaut hat. Und es war ganz lustig, die Anlaufstelle für mich war eigentlich den Karl Wendlinger, sein Vater, dazu mal, weil der hat einen Alfa Romeo Betrieb gehabt und der war so der Platzhirsch für diesen Alfa Cup in Österreich. Und die haben auch sehr geholfen dazu mal mit Teilen und Motoren. Allerdings haben die natürlich nur Schmunzeln im Kopf gehabt, weil die haben gesagt, da kommt irgendwie der verrückte Junge und will jetzt in Rom in der Europameisterschaft mitfahren und da sind 90 Autos am Start und die haben dann, ich kann mich erinnern, da waren wir vorher so am Stammtisch und haben gesagt, bin ja drauf gekommen, dass die alle einen Reservemotor dabei gehabt haben und ich habe gesagt, wo ist eigentlich mein Reservemotor? Und der Mechaniker hat gesagt, Gerhard, du brauchst keinen Reservemotor, du qualifizierst dich nicht, du fährst am Donnerstag wieder nach Hause, weil da sind 90 Autos am Start und du kommst wahrscheinlich nicht über den ersten Tag hinaus, dann geht wieder die Rückreise und Reservemotor braucht man nicht. Und natürlich habe ich mich ein bisschen geärgert über die Aussage, weil ich habe ja nicht gewusst, was mich erwartet. Und es waren dann auch 90 Autos am Start und das war super. Ich war dann eben nicht noch am ersten Tag bei der Abreise, sondern ich bin am Ende zweitschnellster gewesen von den 90 Autos und alle anderen sind nach Hause gefahren. Ich habe dann einmal so geschmunzelt und gesagt, schiebt einmal die Reservemotoren rüber. Ja. Und das war schon ein wichtiger und guter Einstieg für mich. Und es war natürlich auch Einstieg, der so Alfa Romeo ein bisschen Aufmerksamkeit hervorgerufen hat. Also Alfa Romeo hat dann schon immer so ein bisschen Auge auf mich gehabt und die sind dann auch zu mir gekommen im Laufe der Saison und haben gesagt, du müsstest eigentlich in den Formelsport drüber wechseln und weitermachen. Ich habe dann gesagt, ja, ich habe kein Geld. Und die haben dann gesagt, naja, wir unterstützen dich mit Motoren. Wir geben dir umsonst Motoren, schau, dass du ein Chassis bekommst und geh in die Formel 3. Und so gesehen war schon der Alfa Sud
Cup und Alfa Romeo ganz ein wesentlicher Bestandteil meiner Karriere. Du hast, glaube ich, damals dann auch den Dr. Helmut Marko kennengelernt. Nein, dann noch nicht. Ich bin dann in die Formel 3 gekommen, in die deutsche Meisterschaft zum Josef Kaufmann. Und so habe ich dort dann eigentlich meine Formelkarriere begonnen. Bin schon vorher noch am Ende der Alpha Sub Cup Saison noch ein oder zwei Formel Vortrennen gefahren, um einfach einmal zu schauen, wie das geht. Das ist auch ganz, hat auch ganz gut auf Anhieb ganz gut funktioniert. Und bin da auch vorne dabei gewesen und bin dann zum Josef Kaufmann nach Deutschland für die deutsche Meisterschaft mit meinen Alfa Romeo-Motoren aus Turin und bin dann da eine Saison deutsche Meisterschaft gefahren und da war ein Rennen in Hockenheim und da habe ich dann den Helmut Marko getroffen, beziehungsweise er ist eigentlich auf mich zugekommen, habe mir ein bisschen zugeschaut und das war halt so ein Rennen, wo ich glaube ich irgendwie so 20 Mal touchiert habe in dem Rennen, aber irgendwie immer auf der Strecke geblieben bin und alle anderen sind immer übrig geblieben. Also irgendwie habe ich einen Eindruck hinterlassen und Helmut hat dann gesagt zu mir, okay, komm nächste Woche nach Graz und schauen wir mal, ob wir was machen können. Nachdem er mich gefragt hat, was machst du nächstes Jahr? Dann habe ich gesagt, gar nichts mehr, weil ich kein Geld habe. Dann hat er gesagt, naja, er schaut einmal, ob er mir helfen kann. Und dann hat er geholfen. Und das war natürlich wieder ein ganz, ganz wesentlicher Schritt in meiner Karriere. Und dann hat er geholfen und dann ging es von der deutschen Formel 3 in die europäische. Dann bin ich nach der Saison zum Helmut Marko in die europäische Formel 3, bin ja bei ihm eine Saison Formel 3 gefahren. Dann habe ich ein Angebot bekommen von meinem italienischen Formel 3 Team und habe dort, kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, mit sehr wenig Geld oder mit keinem Geld fahren können, worauf ich und der Helmut gemeinsam entschieden haben, es ist gut, wir gehen in dieses Team, weil das hilft uns natürlich die nächste Saison zu finanzieren. Aber ich muss schon sagen, dazu hat mich der Helmut Marko gesteuert und dorthin gebracht, wo ich dann auch gelandet bin. Wie war der Dr. Marko damals? Heute ist er bekannt als richtig harter Hund. Muss man Angst haben, wenn man da früh das Telefon abhebt als Fahrer? Nein, ich glaube, der war viel, viel schlimmer früher. Ich glaube, der ist in der Zwischenzeit sehr weich, was ich so beobachte. Jetzt hat er seine Ecken und Kanten ein bisschen verloren. Aber ja, es war wirklich so, dass man beim Helmut schon liefern müssen hat und Disziplin zeigen hat müssen und man hat auch viel Spaß haben können, aber es war schon hardcore. Aber es war auch ganz klar, dass wenn du den Helmut überstehst, dann kannst du auch mit den Frank Williams, Ron Dennis und Enzo Ferraris umgehen. Und ich kann nur sagen, die Helmut-Marko-Schule war für mich entscheidend. Und ich würde auch heute sagen, ohne den Helmut Marko wäre ich wahrscheinlich auch nicht in der Formel 1 gelandet. Also durch den Helmut Marko habe ich dann den Dieter Stapper kennengelernt, den Burkhard Hummel. Also da hat es dann eine Gruppe gegeben, die mich alle unterstützt haben. Aber der Start war der Helmut. Das ist ganz witzig, weil wenn man jetzt die ganzen Geschichten vom Yuki Tsunoda hört und wie er zum Trainingscap zum Franz Tost muss und so weiter, das kann man sich auch fast so ein bisschen vorstellen, weil für die übermäßige Disziplin warst du dann insgesamt, glaube ich, nicht so bekannt in deiner Karriere. Nein, aber du hast es mit Talent und ein bisschen Frechheit und Risikobereitschaft schon wieder alles ein bisschen ausgleichen können. Aber das Wesentliche war beim Helmut schon zu zeigen, das Commitment zu zeigen. Und ich kann mich erinnern, da war ich ganz am Anfang bei ihm. Und ich habe geklappt, ich schraube jetzt irgendwas beim Rennauto. Und er hat gesagt, Berger, LKW waschen. Und angesagt war jetzt einfach den LKW, den Resttrack zu waschen. Ich habe aber damit umgehen können, weil ich bin in der Logistik bei meinen Eltern bei LKWs aufgewachsen und für mich war ein LKW waschen nichts Neues. Und ich habe eigentlich nur lachen müssen und gesagt, ja okay, machen wir. Und diese Art von Commitment hat er schon immer wieder geprüft, in allen verschiedenen, bei allen verschiedenen Möglichkeiten. Macht aber heute auch noch mit den Jungen so. Und da kann es schon sein, dass du vielleicht auch schon gleich ganz am Anfang durchfällst. Du hast den Dieter Stappert schon angesprochen, damaliger BMW-Motorsportchef. Ganz wichtige Figur auch noch quasi dann für die nächsten Jahre nach der europäischen Formel 3. Ja, der Dieter, ich war dann ganz eng mit dem Dieter, also vorgestellt natürlich durch den Helmut Marko und durch den Burkhard Hummel, also ein anderer Österreicher, der immer wieder über die ganzen Jahre im Motorsport seine Finger im Spiel gehabt hat. Und so bin ich beim Dieter Stapper gelandet und habe dann beim Dieter einen BMW-Werksvertrag bekommen im Turnwagensport. Und mit diesen Turnwagenrennen, da habe ich auch Geld verdient, haben wir wieder um Formel 3 beim Helmut finanziert. Also das war so ein Kreislauf. Da bin ich Turnwagen gefahren, da bin ich
Single-Sitter gefahren. Aber das war natürlich für mich die beste Ausbildung, die ich haben kann. Einerseits BMW-Werksfahrer mit dem Dieter, andererseits Hardcore-Formelsport mit dem Helmut. Und das habe ich 2-3 Jahre lang gemacht. War eigentlich das Ziel dann Formel 1 oder ab wann war das Ziel Formel 1? Ich selbst habe da gar nicht so wahnsinnig dran gedacht. Ich glaube, das war auch das Gute. Ich sehe manchmal so junge Rennfahrer und Väter, die wollen den ganzen Tag nur nachdenken, wie sie jetzt vom Kartsport in die Formel 1 kommen. Das war bei mir kein Thema. Ich bin Rennen gefahren, weil das das Einzige war, was mich interessiert hat und das, was ich machen wollte und wo ich auch geglaubt habe, dass ich was gut erledigen kann. Aber ich habe da nicht so ganz konkret gedacht, wie komme ich in die Formel 1. Ich habe gedacht, was fahre ich nächstes Jahr. Aber das war dann auch schon immer relativ klar, weil bei BMW habe ich eine gute Position mir erarbeitet. Und somit war ich eigentlich immer gesetzt als BMW-Werksfahrer. Und natürlich, wenn Helmut einmal gesagt, wie kann man jetzt die nächste Formel 3-Saison finanzieren. Aber bevor wir überhaupt über Formel 2 nachgedacht haben, der typische Weg war ja dann von der Formel 3 in die Formel 2, habe ich dann eigentlich schon die Möglichkeit bekommen, bei ATS Formel 1 zu fahren. Und dann haben wir das gemacht. Wobei ich eigentlich sagen muss, ich habe eigentlich schon vor ATS das Angebot gehabt, bei Osella für den damals tödlich verunglückten Italiener in Kanada einzuspringen. Und das habe ich aber abgelehnt und habe dann aber kurze Zeit nachher das Angebot bekommen, bei ATS in Rennen zu fahren. Und das war dann auch schon, da war dann auch schon die Formel 3 bei beendet und es ist abgegangen in die Formel 1. Jetzt muss ich aufpassen, wenn ich diese Frage dem heutigen DTM-Chef stelle. Aber hattest du nicht, okay, die Formel 1 war nie so das ganz große Ziel, aber oftmals ist es ja so, dass wenn Fahrer dann diese Pyramide heutzutage dann aufsteigen, da ist dann Tourenwagen, Sportwagen, ist dann eher so ein Sidestep und nicht nach oben. Zuerst einmal, es hat es trotzdem schon gegeben, aber es gibt es heute noch viel mehr. Die Fahrer, die so sagen, ich muss in die Formel 1 und ich kann nur Formelautos fahren, weil das andere kann ich nicht fahren, das war für mich nie ein Thema. Ich bin Formel 1 Rennen gefahren in Edelet und dann bin ich am gleichen Wochenende auch noch Turnwagen Rennen gefahren in Edelet und bin von der Formel 1 Cockpit ausgestiegen in den 635er BMW und dann wieder zurück ins Formel 1 Cockpit. Und mir hat das einfach alles Spaß gemacht und das war auch alles richtig. Also diese Pyramiden und diese Berechnungen und das, ich glaube vielmehr, man muss mit Spaß da rangehen. Natürlich muss man das notwendige Talent mitbringen, die Ernsthaftigkeit mitbringen, die Disziplin mitbringen und den Willen. Aber diese ganzen Diskussionen, diesen ganzen Plan, und das ist nicht meines. Ich glaube, du bist währenddessen sogar noch irgendwie Bergrennen gefahren. Alles. Wir sind alles gegangen, aber das war auch der Helmut. Da war kein, der Helmut hat angerufen und gesagt, du, das Wochenende fahren wir einen Autoslalom auf ein Shoppingcenter, was weiß ich was. Da sind wir Autoslalom. Da haben wir dann 10.000 oder 20.000 Schilling Preisgeld bekommen. Das haben wir wieder einzahlt in den Formel 3. Und am nächsten Wochenende war Alpel Bergrennen. Dann sind wir halt Bergrennen gefahren. Alles gefahren. Und ich muss sagen, auch heute noch, das ist der richtige Ansatz. Und darum kann ich eigentlich den Helmut-Kritikern gegenüber schon sagen, na, der ist schon sehr gut und fordert die Jungs. Und wenn den Helmut einer besteht, dann besteht auch die gesamte Motorsportwelt. Das ist ja letztendlich Sinn und Zweck des Ganzen. Ja klar, ist ja keine Hobby-Sache. Man gibt es auch den Hobby-Rennsport, aber da ist der Helmut nicht zu Hause. Du hast den BMW 635 schon angesprochen, 635 CSI, wundervolles Auto, oder? Es war eigentlich mein Lieblingsauto. Ich muss wirklich sagen, es gibt so Autos, der 956 Porsche war so ein Auto, maßgeschneidert für Pelov, auch für Stuck. Der 635er habe ich immer das Gefühl gehabt, der war maßgeschneidert für mich. Und da haben sich die anderen auch die Zähne ausgebissen. Mit dem Ding war ich auch richtig flott unterwegs. Und ich habe es geliebt, es war so groß und so schwer und es war einfach eine tolle Sache und es war irrsinnig schwierig zum Fahren und ich habe halt dann eine wahnsinnig schöne Zeit gehabt dort bei BMW. Das war Langstreckenformat, ich habe da mit Roberto Ravaglia das Cockpit getauscht und dann bei den 24-Stunden-Rennen in Spa dann oft mit manchmal noch dritte Fahrer dabei gewesen, Emanuele Piro, Manfred Winkelhock, Max Surer. Die haben den auch gewonnen, oder? Wir haben gewonnen, ja, Max Surer, Roberto und ich haben ein 24-Stunden-Rennen in Spa gewonnen. Das Jahr vorher mit Manfred Winkelhock
haben wir auch geführt bis eine halbe Stunde vor Schluss, weil sonst irgendwie die Lichtmaschine kaputt gegangen. Also das ist eine wunderschöne Erinnerung und es war eine richtig gute Zeit für mich, aber auch eine gute Lehre. Du hast gesagt, das war dein Auto, da warst du unschlagbar, weil er auch so schwer war. Ich war nicht unschlagbar, aber ich war schon am Maßstab mit dem Ding, ja. Du hast gesagt, weil er auch so schwer, das hat dir gelegen, ist es, weil du bist ja körperlich nicht der typische Rennfahrer. Du bist ja schon eher größer und stämmiger. Wenn man sich die meisten Rennfahrer so anschaut, die sind ja eher Yuki Tsunoda. War das dann kein großer Nachteil mehr, die Größe? Die Größe war in dem Auto sowieso kein Nachteil. Aber was in dem Auto war, der hat so brutal schwere Lenkkräfte gehabt. Das kann man halt alles nicht mehr nachvollziehen. Es war so brutal schwer, dass man auf der Geraden mit den beiden Knie das Lenkrad gehalten hat und zwischendurch einmal die Hände einfach durchgeschüttelt hat, weil die Dinger so schwer zu lenken waren. Und ich bin dann da zum Schnitzer gegangen und habe gesagt, ich brauche ein Servo. Dann haben die alle gelacht und haben gesagt, du weißt schon, die Servo 6, 8 PS kannst du gleich abziehen wie die Servo. Sag ich, mir egal, baut es mir selber ein, ich fahre mit der Servo schneller wie die anderen. Und das hat der Schnitzer dann auch gemacht. Dann sind sie alle selber gefahren. Aber das war dann der Durchbruch für mich. Aber vorher, das war so zäh und schwer. Und dann durch BMW auch kam der Kontakt ein bisschen mit Formel 1 zustande. Ich glaube dann 1984 zum ersten Mal Formel 1 Rennen gefahren. Ja, man muss, wenn man genau oder wenn man richtig tief einsteigt, dann muss man sagen, der Kontakt zur Formel 1 ist schon eigentlich durch den Burkhard Hommel. Ich sage es immer wieder, weil es so lustig ist. Das ist ein Tiroler, ein Österreicher, der ist Installateur und hat eigentlich nur die Formel 1 viele, viele Jahre immer wieder als Fan am Anfang begleitet und hat dann dort ein riesen Netzwerk aufgebaut. Dann war mit Colin Chapman und mit Bernie und mit alle eng und gut und unter anderem auch mit dem Günther Schmidt. Und der Günther haben das irgendwo am Abend einmal bei einem Bier besprochen und das Angebot ist von Günther Schmidt gekommen. Mhm. Nur der Günther hat gesagt, Gerd, was du mitbringen musst, ist ein Motto, weil ich habe kein Motto. Und dann bin ich zum Dieter Stapper gegangen und der wiederum zu seinem Vorstand und hat gesagt, man braucht ein Motto für den Österreicher. Und nach ein bisschen einer Diskussion hat der BMW gesagt, okay, wir helfen dem, wir geben dem für zwei Rennen Motoren. Der Burkhard Hummel ist ja auch heute noch oft im Fahrrad. Ja, der schleicht heute noch rum, der ist heute noch da und dort dabei und hat nach wie vor sein Netzwerk. Aber wie ist der als Installateur in die Formel 1 gekommen? Keine Ahnung. Also der ist, das ist, ich habe immer gesagt, ja, wenn du irgendwo einen Termin bei irgendeinem Präsidenten brauchst, musst du den Burkhard anrufen, dann hast du ihn nach drei Tagen. Also, aber der hat da schon eine maßgebliche Rolle gespielt. Also die Professionalität, das Rennfahren selbst, wo der Helmut Mark hat, das Netzwerk, wo der Burkhard. Und dann Formel 1, das, was für viele heute dann das ganz, ganz große Ziel ist. 84 erreicht, es war eine brutale Formel 1 damals. Die Motoren, Turbomotoren, da kommt dir schon ein bisschen ins Lächeln, wenn du daran denkst. Ja, wirklich. Also, wenn ich mich zurückrenne, es kann nicht schöner sein. Und vor allem, ich kann mich halt zurückrennen und habe es auch überlebt. Es haben ja viele meiner Kollegen eben nicht überlegt, die dort einmal mit mir unterwegs waren. Egal, ob es ein Manfred Winkelhock ist oder ob es ein Stefan Beloff ist oder ein Joe Gardner, waren ja alle mit mir da gerade gleichzeitig beim Einstieg. Und die Dinger waren halt alle gefährlich zu dieser Zeit, vor allem die Gruppe C, aber auch die Formel 1. Und ich kann mich da erinnern, ich habe dann einen Anruf gekriegt, ich kann testen gehen nach Sandford und kann dort das erste Mal Formel 1 testen, bei Günther Schmidt. Und gleichzeitig an dem Wochenende habe ich aber Spa 24-Stunden-Rennen gehabt. Und ich wollte auf keinen Fall diesen Test versäumen. Dann habe ich nach hin und her mit Schnitzer, mit dem Charlie Lamb, dazu mal mit dem Herbert diskutiert und gesagt, ja, ich muss am Samstag noch in Sandford Formel 1 testen. Die haben gesagt, wir haben am Samstagnachmittag gestartet, du musst den Start, wir brauchen dich da. Ich sage, wir müssen das trotzdem hingehen. Jedenfalls bin ich dann am Samstag noch in Sandford gewesen, habe dort Formel 1 getestet, bin aus dem Formel 1 raus und bin ins Auto und bin dann mit dem Auto zurück nach Spa und habe den Start natürlich versäumt.
Roberto hat dann gestartet und beim ersten Fahrerwechsel war ich glaube ich auch noch nicht da und dann hat es halt wer andere gefahren und beim letzten Fahrerwechsel war ich halt dann da und bin direkt außen in meinem Auto nach dem Formel-1-Testen, nach der Fahrt von Holland nach Belgien ins Cockpit gesprungen in BMW und bin dort mein 24-Stunden-Rennen gefahren. Also das war schon alles interessante Zeit, das kann man sich gar nicht mehr so vorstellen. Heute wird der Formel-1-Test vorbereitet, Wochen und was weiß ich, was als Simulator und ich bin das erste Mal eingestiegen in diesem Formel 1. Ich muss heute sagen, das Auto ist mit mir gefahren, nicht ich mit dem Auto. Und ich habe aber gewusst, das ist jetzt meine Chance und es ist schon mal schon angegangen, ich habe die Strecke nicht gekannt in Zandvoort. Das heißt, Aufstieg von Formel 3, 168 PS auf 850, 900 PS, Strecke nicht gekannt, das erste Mal in Formel 1 und so weiter. Eigentlich kann man da nicht wahnsinnig viel erwarten und trotzdem habe ich gewusst, wenn ich heute keinen Eindruck hinterlasse, wackelt das Thema womöglich. Dann habe ich Folgendes gemacht, dann bin ich am Ende der Boxengasse gestanden und habe mir so in der Tarzan-Kurve angeschaut, wo die Piquets und die alle bremsen. Den Bremspunkt habe ich mir gemerkt. Und nach der zweiten Tarzan-Box ist die erste Kurve. Die erste Kurve, ja. Ja, und da ist die Bremszone und am Ende der Boxen. Den Bremspunkt habe ich mir gemerkt, wo, ich kann mich erinnern, wo Piquet bremst hat. Und bin dann eingestiegen und nach der dritten Runde oder so habe ich einfach die Augen zugemacht, habe einfach diesen Punkt mir geholt und habe an dieser Stelle bremst. Habe dann irgendwie das Ding noch um die Ecken gebracht und wie ich dann in die Box gekommen bin, hat der Günther Schmidt gesagt zu mir, wow, du bremst aber sehr spät, ja. Und habe schon gesagt, ja, ist so. Und das war so der erste Eindruck, der dann auch geblieben ist. Und so habe ich halt immer einen kleinen Schritt nach dem anderen nach vorne gemacht und irgendwann war ich dann aber auch vorgesehen für das erste Rennen und das hat dann am Österreichring stattgefunden und das Ganze mit ATS. Aber du gerade den Vergleich gezogen hast mit heute Formel 1 Test wird wochenlang vorbereitet, damals bist du reingesprungen und danach noch nach Spa gefahren. Du hast ja die Strecke nicht gekannt, bist du dir davor zumindest mal einen Trackwalk gemacht, die Curbs angeschaut und bist dann ins Formel 1 Auto und los? Nein, ich glaube nicht einmal, dass das gegangen ist. Natürlich bin ich um die Strecke gegangen, aber ich glaube, fahren habe ich gar nicht können, weil ich bin ja vorher Training schon gefahren in Spa. Also ich bin ja Qualifying am Freitag gefahren in Spa, bin dann nach Zandvoort gefahren, habe dort den Testtag eingelegt und bin dann wieder zurückgefahren. Also das ist jetzt zeitlich alles nicht ganz ausgegangen. Ne? Und Seatfitting oder irgendwas? Oder wie hat man damals den Sitz gemacht? Den Sitz haben wir dort so mal. Den Sitz habe ich, glaube ich, vorher gemacht, da war Hockenheim-Rennen. Mhm. Und dort, glaube ich, habe ich den Sitz gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, verrückte Zeiten. Und dann, dann ging es los. ATS muss man vielleicht erklären für Leute, die jetzt in der Formel-1-Vergangenheit nicht ganz so bewandert sind. War jetzt kein Spitzenteam. War kein Spitzenteam, war der Günther Schmidt in Deutschland. War ein deutsches Team mit BMW-Motoren, Pirelli-Bereifung dort einmal. Hat aber in meiner Zeit ein gutes Auto gehabt. Mhm. Also wie ich dann bei denen begonnen habe, ich bin ja nur 4 Rennen gefahren bei denen 84, aber das Auto war gut. Gebaut hat es der Gustav Brunner, der dann später bei dem, mit dem ich zusammen auch wieder bei Ferrari war. Der hat dort einmal den ATS gebaut und es war zum Teil auf verschiedenen Strecken ein richtig schnelles Auto. Diese 4 Einsätze, man kann das in der Statistik lesen, du hast es gerade auch erzählt. Wie sind die zustande gekommen? Also Österreichring, Heimrennen, da kanntest du die Strecke wahrscheinlich ganz gut, aber wie hat sich das dann bestimmt, welche anderen 3 Rennen du dann noch gefahren bist? Na, da sind glaube ich nur noch 4 übrig geblieben in dieser Saison. Wir haben dann Österreichring und danach war dann noch Nürburgring war noch und Estoril und Monza. Und Monza war das zweite Rennen und in Monza habe ich auch den ersten Punkt gemacht. Und das war dann auch schon wieder der nächste Schritt. Aber was in Monza noch viel lustiger war, ich bin dann nach meinem Rennen am Österreichring, wo wir ausgefallen sind, weil wir immer Getriebeprobleme gehabt haben. Getriebe hat einfach nicht funktioniert. Das Ding ist bei jedem Rennen ausgefallen und immer wieder, oder größtenteils immer mit Getriebeschaden. Und das Problem haben wir auch im Österreichring gehabt und ich kann mich erinnern, im Qualifying am Freitag war ich richtig gut unterwegs, ich glaube, war irgendwo im Mittelfeld und der Paul Roche ist dann am die Ecken gekommen und hat gesagt,
morgen kriegst du mal einen gescheiten Motor von mir. Also man muss dazu sagen, Motorenpapst von BMW. Motorenpapst von BMW ist kommen zu mir in die Box und hat gesagt, Gerhard, morgen schiebe ich da meinen guten Motor rüber von Piquet. Das war der Motor, den der Piquet am Freitag gefahren hat. Und es wäre nochmal richtig nach vorne gegangen mit der Leistung. Nur leider haben die dann irgendeinen Fehler gehabt im Getriebe und ich bin aus der Box nicht rausgekommen und somit bin ich dann an dem Startplatz hängen geblieben, wo ich am Freitag gestanden bin. Nach dem Ausfall in Zeltwigs bin ich dann nach Monza und das erinnere ich mich heute noch, das war irre. Monza hat es am Freitag geregnet. Ganz leicht, aber es war nass. Ich war bin mit dem Formel 1 noch nie im Regen gefahren. Und bin da in der Box gestanden und Lauda, Piquet, Rosberg sind alle gerade so vorbeigerollt an der Box mit Regenreifen raus fürs Qualifying. Wir haben da zum Beispiel auch am Freitag offizielles Training oder fürs Qualifying zählendes Training gehabt. Und der Günther Schmidt sagt, bei mir Slicks rauf. Und ich denke, was macht der jetzt? Slicks, warum Slicks? Es regnet, es ist nass, die fahren alle mit Regenreifen. Na, sagt der Günther, das geht. Der bringt mir zum. Das überlebe ich nie. Das erste Mal im Regen mit dem Formel 1 und das mit Slicks. Und ich war dann in der Tat die erste halbe oder dreiviertel Stunde schnellster im Monza. Und da bin ich auch wieder mit meinem Namen ganz droben immer an der Liste gestanden. Und das sind alles so kleine Bestandteile, wo halt Aufmerksamkeit entsteht. Und es war in der Tat die richtige Wahl, die Slicks. Er hat recht gehabt, aber es war natürlich eine wahnsinnige risikovolle Aktion. Und dann sind wir bei dem Rennen zwar auch wieder mit Getriebeproblemen gerade noch durchgekommen und bin dann Sechster und habe dann meinen ersten Weltmeisterschaftspunkt mir geholt. Und somit war ich dann auch schon ganz gut gesetzt für die Formel 1. Weil wir jetzt schon über Nockenwellen, Pauli, gesprochen haben. Diese BMW-Motoren damals sollen ja auch noch die stärksten überhaupt gewesen sein im Feld. Auf dem Prüfstand konnte man die gar nicht mehr messen, 1430 PS oder so. Wahnsinn, oder? Ja, war ein Wahnsinn. Also heute, wenn man sich die Autos anschaut, wie die elektronischen Regeln greifen, wie Traktionskontrollen oder wie man das Getriebe betätigt, wie man eine Fahrbarkeit am Motor hat. Eine MGUH, die das Turboloch stopft. Was alles. Was alles. Ja, bei uns dazu mal, der Motor, der hat ja null Leistung gehabt, der hat ja nur zwischen 7.500 Umdrehungen und vielleicht 8.500, 9.000 Umdrehungen, 10.000 Umdrehungen, also mehr wie 2.000 Umdrehungen hat der nicht funktioniert. Und da drinnen hat man halt irgendwie sein müssen, damit man die Leistung gehabt hat. Und in diesem schmalen Band hat er bis im Qualifying bis zu 1.400 PS entwickelt. Das Ding ist abgegangen wie eine Rakete, aber wenn irgendwo eine Bodenwelle war, im vierten oder fünften Gang sind die Räder durchgegangen und die hat es gedreht. Also es war wirklich ein schwer zu beherrschen. Und es war wirklich, da hast du wirklich alle Hände von zu tun gehabt. Und vor allem, wenn du dann zu einer Rennstrecke gekommen bist wie Monte Carlo, dann habe ich immer gesagt, Pauli, mehr Fahrbarkeit, wir brauchen weniger Leistung, aber dafür aus den Ecken raus früher die Leistung, weicher die Leistung und so weiter. Und das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass wir den Bus zurückgeregelt haben und mit weniger Leistung dann begonnen haben. Und ich kann mich erinnern, jede Runde habe ich dann ein bisschen mehr den Bus draufgedreht und am Ende sind wir auch dort mit 1300 PS durch die Gegend gefahren und die Räder sind durchgegangen bis rauf ins Casino. Es war wie eine Rakete. Und das war auch die Zeit, als du das erste Mal mit Red Bull in Verbindung gekommen bist, oder? So. Ja, das war dann 85, ja. 84 ATS war dann vorbei, bin dann gewechselt zu Eros, auch wieder mit BMW-Motoren, auch durch BMW und bin dann eine Saison Eros gefahren und da habe ich dann das erste Mal den Didi Mateschitz am Red Bull Ring oder dazu mein Zeltweg getroffen. Ne? Da gab es eigentlich Red Bull noch gar nicht so richtig. Nein, nicht so richtig, es hat es überhaupt noch nicht gegeben. Er hat geträumt davon, dass es es geben wird und hat mich dann dort gefragt und gesagt, ja, er würde mich gerne sponsern. Und irgendwie am Abend haben bei einem Bier sind wir zwar draufgekommen, dass wir beide kein Geld haben, aber wir waren uns sympathisch. Und so ist der erste Sponsordeal zusammengekommen, obwohl es eigentlich die Firma noch nicht gegeben hat. Und dieser Sponsordeal in Kraft getreten ist erst dann ein Jahr später, oder ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später, wie er dann seine Firma gegründet hat und wie es dann losgegangen ist.
Also du bist der erste richtige Red Bull-Athlet gewesen, kann man das so sagen? Ich glaube, es hat noch einen gegeben, der war ziemlich zeitgleich. Ich glaube, das war im Eishockey oder irgendwo hat es noch einen Athleten gegeben, aber Motorsport sowieso, aber ich war entweder der erste oder gleichzeitig mit noch jemandem. Warst du da eigentlich mit dem Dr. Marco noch immer viel zusammen? Oder? Da dann schon weniger. Okay. Weil unsere Wege haben sich dann ein bisschen getrennt, weil ich bin dann in die Formel 1 gekommen, er hat dann seine Sachen weitergemacht. Und da bin ich dann schon selbstständig unterwegs gewesen. Aber es ist insgesamt ein sehr lustiges Dreieck eigentlich, wenn man sich das heutzutage auch überlegt, mit Dr. Marco, mit Red Bull, Gerhard Berger. Das hat sich dann später wieder so ergeben. Aber ja, klar, es war, man trifft sie immer wieder in dem Leben. Aber das ist ja völlig irre, wenn man sich überlegt, da kommt einfach einer, will einen Sponsorvertrag, obwohl er noch nicht mal eine Firma hat. Und später ist das ein Milliardenunternehmen, ja, hat zwei Formel 1 Teams. Das ist etwas, was man, das glaube ich ist einmalig, sowas gibt es normal nicht. Also ein Unternehmen in der Zeit so aufzubauen, wie das, was da Didi Mateschitz gemacht hat, und so erfolgreich zu machen, ist für sich schon ein ganzer Einzelfall. Aber dass dieser Einzelfall dann noch vom ersten Tag an sagt und ich lade meine Marke auf mit Motorsport und nehme die Motorsport-Plattform als mein Marketing-Tool, das war der zweite Zufall. Und dass ich da noch der Erste war, der da mitwirken hat können und bis heute eigentlich noch eine enge Verbindung habe, ist natürlich auch super. Und ich freue mich, man freut sich immer wieder, wenn man sie trifft und auch einmal so ein bisschen über die Vergangenheit plaudert. Ja, das hat sich zufällig ergeben und ist sensationell gut geworden. Über die, sagen wir mal jetzt, Zwischenstation Arrows ging es dann zu Benetton, auch wieder mit BMW-Motoren. Und da wurde es dann auch schon richtig gut erfolgreich. Ja, ja. Arrows war ein schlechtes Auto, leider. Also wenn ich heute sage, das schlechteste Auto in meiner Formel 1-Karriere war sicherlich der 85er Aeros, der war schwer, das war nichts Aufregendes. Aber es war ein gutes Team, ich habe sehr viel gelernt dort. Es waren mit Jackie Oliver und Alan Rees waren zwei super erfahrene Leute drinnen, die dazu mal auch mir viel beigebracht haben. Es war absolut der richtige Schritt. Und eigentlich war ich vorgesehen, dass ich länger bei Aeros bleibe. Ich habe aber dann relativ schnell gemerkt, wenn es nach oben gehen soll, muss ich wechseln. Und habe dann auch die Möglichkeit bekommen, zu Benetton zu gehen. Das war dort einmal gerade der Wechsel von Dolmen zu Benetton. Ayrton Senna war in diesem Team. Und da hat man schon gesehen mit den Rory Byrne, da ist ein Konstrukteur am Werk, der schnelle Autos baut. Und dann habe ich mit allen Möglichkeiten versucht, mich aus diesem Vertrag rauszubringen, was mir auch dann gelungen ist. Und dann bin ich zu Benetton gegangen. Und bei Benetton ist es dann richtig vorwärts gegangen. Auch ersten Sieg gefeiert. Ja. Wie ist es, wenn man das erste Mal einen Formel 1 Grand Prix gewinnt? Wenn man jung ist und so beschäftigt ist und die Zeit alles noch vor dir liegt und eingebettet ist in dieser Welt, dann nimmt man das nicht als selbstverständlich, aber ja, das kommt halt und was macht das nächste Rennen? Wenn man heute zurückdenkt, sagt man eigentlich, warum hat man nicht eine Woche lang nur gefeiert, weil die Tage kommen eh so selten. Es war wunderschön, Mexiko zu gewinnen, aber wie gesagt, dann ist gleich wieder abgegangen nach Australien, da war dann auch, glaube ich, das nächste Rennen. Also abgestempelt und weitergemacht. Ja. Ein bisschen schon, ja, was man heute läutert, weil die Zeit, diese Tage kommen sehr selten. Außer man ist Lewis Hamilton, sie öfters kommen. Ja, den ersten gibt es auch noch einmal. Aha. Den ersten Sieg gibt es auch noch einmal für Lewis Hamilton. Gibt es auch noch einmal, ja. Aber das bereue ich ein bisschen, dass ich diese Zeit nicht mehr genossen habe. Und dann kam der ganz große Wechsel von Benetton zu Ferrari. Ja. Wie ist es gelaufen? Mit Enzo Ferrari wahrscheinlich auch persönlich verhandelt? Also, wie ich dann bei Benetton war, dann war eigentlich Senna und ich, das waren die zwei Jungen, wo die Zukunft oder wo die Top-Teams sich bemüht haben. Mhm. Und ich kann mich erinnern, ich habe da dann den Anruf
Ron Dennis gehabt von McLaren, Frank Williams, Jackie Stewart hat für Tyrrell gebaut und Enzo Ferrari hat dann den Piccinini auf mich angesetzt und für mich war das dann relativ schnell klar, weil ich halt so immer wieder ein bisschen meine Entscheidungen aus dem Bauch heraus gemacht habe. Also ich war keiner, der jetzt ganz analytisch in so ein Thema rangegangen ist, sondern eher aus der Emotion heraus reagiert hat. Und da war natürlich Ferrari was Besonderes. Und daher war ich dann auch relativ schnell klar mit Ferrari und bin zu Ferrari gegangen. Wie waren die Verhandlungen mit Enzo Ferrari? Ja, ich glaube, ich war der Letzte, der mit Enzo Ferrari verhandelt hat. Und war natürlich super, weil ich habe ja vorher erklärt, ich bin da aufgewachsen in Wörgl, in dieser kleinen Stadt in den Bergen und Autofahren war, so wie halt die Cowboys Pferde reiten, sind wir halt am Feld mit den Autos umgefahren. Und auf einmal fährst du da nach Maranello und schreibst dich bei Ferrari ein. Das ist halt ein Aufstieg, der nicht selbstverständlich ist. Und so war es ja auch ein bisschen. Ich habe da den Anruf gekriegt vom Piccinini und der hat gesagt, dass er Enzo Ferrari würde gerne mit mir ein Meeting machen. Und ich bin dann nach Maranello gefahren mit dem Auto, das ist ja von uns in Österreich nicht so weit, sind 3 Stunden Fahrt. Und bin dann im Büro von Enzo Ferrari aufgeschlagen und habe dann dort auch gleich meinen ersten Vertrag gemacht. Hat er kein Englisch gesprochen? Ja sowieso, der Treffpunkt war eine Tankstelle außerhalb von Maranello. Und da hat mich der Piccinini erwartet, die haben mich dann hinten in ein Auto reingelegt und mit Decken zugedeckt. Also das war alles strengst geheim. Und bin dann so einmal, haben sie mich zu ihm ins Büro geführt. Das Büro war da in Maranello, also an der Rennstrecke, an der Teststrecke selbst. Sehr dunkel, Kerzen waren drinnen, also ganz, ganz speziell. Und da war dann Piero Lardi, der Sohn von Enzo und Piccinini. Die zwei haben übersetzt und mein Englisch war auch nicht gerade das Beste, aber Die Zahlen habe ich verstanden. Und ich kann mich erinnern, Enzo Ferrari hat dann die Frage gestellt, ob ich einen Manager habe. Und ich habe gesagt, nein. Und hat dann gesagt, das heißt, wenn wir uns heute einig werden, könnte man was unterschreiben. Sag ich, ja, wenn wir uns einig werden, kann man was unterschreiben. Und ganz ehrlich gesagt, wie ich da reingegangen bin, wenn ich Geld mitbringen hätte müssen, hätte ich versucht, den Platz zu bekommen. Habe dann aber noch ein riesen Angebot am Tisch liegen gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, schöner kann es nicht gehen. Da gibt es ja immer diese tollen Geschichten von Niki Lauda, wie er dann das erste Mal in Fiorano auf der Teststrecke war und meinte, diese Möglichkeiten, die hat ja kein anderes Formel-1-Team gehabt. Und dann setzt er sich ins Auto und das geht gar nicht. Hattest du auch noch so, hast du auch diesen überspitzt formulierten Sauhaufen damals in Maranello vorgefunden? Ja, der Niki war im Gegensatz zu mir viel analytischer. Ich war, wie gesagt, sehr emotionell, er war analytisch. Meine emotionelle Seite hat natürlich viel besser zu den Italienern gepasst. Ich habe es genossen, wie das italienische Chaos. Und ja, ich bin halt da ins Auto eingestiegen und habe die Testfahrten gefahren. Die haben eine sehr lange Durchstrecke dort gehabt, haben lange kein Rennen gewonnen. Habe da meine Runden gezogen und bin aber gleich am ersten Tag von der Rundenzeit her schnell unterwegs gewesen. Ich glaube, ich war am ersten Tag schon schneller unterwegs wie der Michele, der Stammfahrer war, der Alboreto. Und somit war für mich eigentlich schon alles okay. Jetzt warten wir ab, wenn das neue Auto kommt, ob das besser ist. Warten wir auch die neue Saison ab und dann schauen wir. Aber mir war vom ersten Tag an das äußerst sympathisch. Mir war dieses italienische Chaos einfach sympathisch. Dann gab es ja noch. Ist mir heute auch noch. So. geht mir heute auch noch so. Dann 1988 ist ja dann Enzo Ferrari gestorben. Das war eine Saison, die komplett dominiert wurde von McLaren. Und dann gibt es dieses eine Rennen ausgerechnet in Monza. Und das gewinnst dann auch noch du in dem Ferrari. Klar, ja, die schöne Zeit war vorher noch mit Enzo Ferrari, weil er war dann schon schwach im letzten Jahr. Aber in der ersten Zeit war er eigentlich noch gut drauf. Und er hat, glaube ich, die längste Durchstrecke gehabt, wo kein Formel-1-Auto von ihm gewonnen hat. Und dann war ich halt seine Hoffnung da drin und bin dann in der ersten Saison gut unterwegs gewesen. Wir haben leider die ersten paar Rennen nicht optimal performt. Darum waren wir von der Weltmeisterschaft schon ein bisschen zu weit weg. Sind zum Schluss, glaube ich, Dritter in der Weltmeisterschaft schon.
Aber die letzten Rennen haben wir schon fast dominiert, muss man sagen. Und das erste Rennen war in Estoril, wo ich dann in Führung gelegen bin und eine Runde vor Schluss habe ich mich gedreht. Alain Prost war unter meinem Getriebe, hat Druck gemacht und ich habe irgendwo zu spät bremst und habe mich gedreht, bin dann Zweiter geworden. Und dann hat er mir eben geschrieben, sag, ich soll mich jetzt nicht rausbringen lassen, ich werde eins der nächsten Rennen gewinnen. Bin dann von Estoril nach, da war noch Jerez, da waren wir auch wieder ganz gut unterwegs und dann ist Japan gekommen, habe in Japan gewonnen, Doppelsieg gehabt mit Edelheid. Und dann war natürlich in Italien die Hölle los, weil diese Durchstrecke beendet worden ist und der junge Österreicher da ist. Und wie ich begonnen habe, hat jeder noch zu mir gesagt, inklusive dazu mal der Niki, Gerhard wird sich die Zähne ausbeißen an den Albaretto, Italiener, Haus eingebettet als Italiener bei Ferrari, Vize-Weltmeister und so weiter. Und das Pendel hat dann komplett auf meine Seite geschlagen und somit habe ich, habe ich mich super positioniert gehabt bei Ferrari und das war eigentlich alles so, wie es laufen sollte. Und dann sind wir ins 88er Jahr gegangen und da hat dann schon wieder diese italienische Mentalität mit mir sehr gut zusammengepasst, dass man im Winter gesagt hat, wir gewinnen sowieso, wir brauchen nicht so viel arbeiten. Das haben wir dann auch gemacht und haben komplett übersehen, dass dieser Reglementswechsel dort gegeben, dieses Pop-Off-Valve, das hat den Ladedruck geregelt und hat die Autos einfach ein bisschen niedere Leistung. Es hat dann einfach dadurch ein bisschen niedrigere Leistung gegeben. Und mit dem haben wir uns am Prüfstand und bei den Tests zu wenig beschäftigt damit. War jetzt nicht unbedingt der Fehler der Fahrer, es war, aber das Team selbst hat gesagt, nein, das bauen wir zum Schluss sein, das haben wir sowieso alles unter Kontrolle. Die Japaner dagegen, Honda hat jetzt einmal den ganzen Winter an diesem Pop-Off-Valve gearbeitet und waren dann in der Lage, diese Feder, die innerhalb des Pop-Off-Valves war, zu überdrücken und den Ladedruck damit doch wieder höher zu stellen, als wir ursprünglich geplant waren und so wie wir ihn gehabt haben. Somit haben die erstens ein super Auto gehabt, zweitens zwei super Fahrer mit seiner Prost und drittens auch noch Leistung ohne Ende, wo wir das ganze Jahr gebraucht haben, bis wir verstanden haben, was die machen. Und somit war das ein absolutes McLaren-Jahr, wo wir im Winter eigentlich geglaubt haben, es wird unser Jahr. Macht aber nichts, wir haben dann gekämpft. Ich bin dann meistens hinter den beiden McLaren als Dritter ins Ziel gefahren und habe dann nach Maranello müssen, um die Testfahrten zu machen für Monza. Und wie ich dann so durch die Halle durchgeht, sagt der Piero Lardi, der Sohn von mir, so, was wir in Monza, wie wir Monza abschneiden werden. Was ja eigentlich eine blöde Frage war, weil es haben alle Rennen die McLarens gewonnen und haben dominiert. Ich habe aber trotzdem gesagt, wir gewinnen in Monza. Und er hat gesagt, ja, wenn du gewinnst, kannst du das Auto mitnehmen. Sag ich, ja, Anschlag. Und so, das war der Deal. Also, der Formel 1 gehört mir, wenn ich das Rennen gewinne. Und so sind wir nach Monza gereist und wir haben dann wirklich das Rennen gewonnen. Ich habe mein Auto mit nach Hause genommen und das war auch der erste Sieg von Ferrari nach dem Tod von Enzo Ferrari, der ein paar Wochen oder Monate vorher gestorben ist. Wo ist das Formel 1 Auto heute? Ich habe es auf dem Weg nach Hause schon wieder verkauft. Nein. Also so hing das Herz dann doch nicht an Ferrari. Nein, das. Ich habe nicht gewusst, wo ich es hinstellen soll, weil ich habe es dann verkauft. Heute ärgerst du dich? Heute ärgere ich mich. Ich glaube, ich stehe jetzt irgendwo in Japan. Okay. Ja. Dann 1989, noch ein Jahr Ferrari und dann kam der Wechsel zu McLaren. Was für ein, okay, McLaren das dominierende Team, aber was hat den Ausschlag bei dir gegeben? Du warst ja nicht ganz so rational beim Überlegen, sondern eher vom Herz getrieben. Also, es war schon immer so, dass man, wenn man so 2-3 Jahre beim Team gewesen ist, dass man eine neue Herausforderung gesucht hat. Und so ist es mir auch gegangen. Es war einfach so, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich 3 Jahre bei Ferrari. Und McLaren ist in den letzten 2 Jahren sicherlich das beste Team gewesen, das dominierendste Team gewesen. Mir würde mal ein anderes Umfeld reizen, mir würde mal was anderes reizen. Ich war immer gut mit den McLaren-Leuten, mit dem Ron Dennis und so, die habe ich schon aus meiner Formel 3-Zeit gekannt. Und ich habe mich dann einfach entschieden zu sagen, okay, ich probiere einfach mal was anderes.
Und dann auch gleich noch an der Seite von Ayrton Senna. Den habe ich leider übersehen. Ja. Da gibt es ja immer die Geschichten, dass am Anfang lief es für dich so gut und dann hast du gedacht, ja passt, das ist der Nächste, der dran glauben muss. Ja, es war in meiner ganzen Karriere so, dass ich eigentlich mit den Teamkollegen immer gut rausgekommen bin, aber jetzt so, ich habe sie eigentlich immer irgendwie in den Griff bekommen. Und genauso haben wir es mit er dann auch vorgestellt. Und es war dann auch noch so. Wir sind nach Phoenix zum ersten Rennen gekommen. Am Freitag war Regen und er war ja dort schon bekannt als der Regenmeister. Qualifying, ich bin auf Pole Position gestanden. Er, glaube ich, war Zweiter. Und am Samstag war es trocken und ich bin wieder auf Pole Position gestanden und er war wieder hinter mir. Und ja, ich bin auf Nacht dann ins Hotel gegangen, habe mal ein Bier dran gekommen und dachte, ist eh klar, warum soll das nicht so sein? Und ja, er ist nach Brasilien gefahren, hat dann, glaube ich, nachgedacht über das Wochenende und hat dann schon sein Können bewiesen und er war absolut ein er war absolut der Beste, den ich in den ganzen Jahren kennengelernt habe. Also, ich sage immer, einen hätte ich zugetraut, der ihn wirklich die Stirn bieten hätte können. Und das war der Deutsche, Stefan Belov. Okay. Der war auch Sonder. Der hat immer extra Performance aufgelegt. Aber was hat den Unterschied gemacht am Ende zwischen Ayrton Senna und dir? Viel. War es nur die Einstellung oder war das, wo du sagst, auch Talent? Nein, Talent nicht. Talent würde ich sagen, überhaupt nicht. Nein, ich glaube, es war, erstens einmal hat er in seinem vierten, fünften Lebensjahr begonnen, Kart fahren. Also er war Profi, wie der 6 Jahre alt war, war der Profi im Kartsport. Der dann hat sicher, bevor er in die Formel 1 gekommen ist, 400 Starts schon hinter sich gehabt. Und wenn ich einmal meine Rennen zusammenzähle, von dem Tag, wo ich begonnen habe, bis zu dem Tag, wo ich in der Formel 1 gesetzt bin, meine Alpha-Rennen, bin ich, glaube ich, 40 Rennen gefahren und bin dann im ersten Mal in der Formel 1 gesetzt. Also da habe ich einen Aufholbedarf gehabt, der fast unmöglich ist aufzuholen. Dann ist er natürlich schon wesentlich disziplinierter gewesen wie ich. Er hat sein Commitment, wo 100% Motorsport. Ich war halt schon einer, der auch ganz gerne am Abend einmal sein Bier trinken gegangen ist, seine Party mitgemacht hat und so weiter. Also war schon fokussiert und auch getrieben und auch committed, aber nicht so wie er dann. Und er war halt schon sehr analytisch und er hat ein Gesamtpaket gehabt. Er war auch körperlich gut beisammen, viel trainiert. Er war da überall ein Tick voraus. Ich glaube, das Einzige, wo ich schon mithalten habe können, war vom Talent. Aber da gibt es natürlich noch viele andere Themen, die man auch mitmachen muss, wenn man sich mit einem Ayrton Senna messen will. Hast du es rückblickend irgendwann mal bereut, dass du da nicht all in gegangen bist? Das ist nicht meine, das wäre nicht meine, das wäre das wär nicht ich gewesen. Also es war ja auch für mich ein bisschen ein Problem, wie ich zu McLaren gekommen bin, hat der Ron Dennis zu mir gesagt, du bist ein Rohdiamant, den man jetzt schleifen muss. Und genau diese Schleifen ist bei mir nach hinten losgegangen, weil ich bin halt einer gewesen, der aus der Freizeit gekommen ist, 2 Räder im Gras, quer, und Krups, jeden Krupp gesucht und so weiter. Und der Ron Dennis hat mir halt den ganzen Tag gesagt, wie sauber der Brust fährt. Das hat aber nicht zu mir gepasst, das bin ich nicht. Und es ist dann so eine Mischung rausgekommen und das, glaube ich, war alles nicht richtig. Ich glaube, jeder hat so seine Fähigkeiten, jeder hat so sein Naturell. Und so ein Naturell zu verbiegen, geht meistens schief. Und deswegen bist du dann auch später wieder zu Ferrari zurückgegangen? Ich bin wieder zu Ferrari zurückgegangen, weil erstens McLaren dann Honda verloren hat und auf Ford zurückgegangen ist. Und da habe ich gesagt, mit Ford glaube ich nicht, dass wir da ganz vorne fahren. Das war sicherlich ein Punkt. Der zweite Punkt war, der Niki Lauda ist dann zu Ferrari gegangen und hat zusammen mit dem Montezemolo immer wieder gebot. Ist er zurückgekommen, sie brauchen mich und so weiter. Und ich habe natürlich wunderschöne Erinnerungen gehabt zu Ferrari. Und da hat dann wieder die Emotion durchgeschlagen und hat gesagt, warum nicht, ich gehe wieder zu Ferrari.
Emotionen. Du durftest auch den letzten Ferrari V12 fahren, der Formel 1. Ja, super. Das waren wunderschöne Autos damals, wirklich. Ja. Wobei, die wunderschönen Autos waren für mich die in der ersten Zeit. Mhm. Die zweite Zeit war nur noch der 12-Zylinder, was für mich schön war. Weil es hat dann die schmäleren Räder gegeben, es hat dann, ja, das war das, die erste Zeit war schon der 87er Ferrari, auch der 89er Ferrari. Ach, das war ein Traum. Mit unter die schönsten Autos der Formel 1-Geschichte, glaube ich, ja, kann man sagen, ästhetisch. Ja, absolut. Genau, diese zwei, ich würde auch sagen, 89er Ferrari, der ja schon den 12-Zylinder gehabt hat. Und das war das John Barnard Auto, wo meiner Meinung nach vielleicht überhaupt eines der ganz schönsten Autos der Formel 1. Und der 87er Ferrari mit dem Turbomotor und so, das war halt einfach das Auto, das hat auch zu meinem Fahrstil gepasst. Und dann gab es einen interessanten Wechsel auf dem Fahrermarkt, 1996. Gerd Berger gegen Michael Schumacher. Naja, ist eigentlich anders gegangen. Der Michael ist zur Ferrari gekommen, oder es war angesagt, dass er zur Ferrari kommt. Und der Jean ist zu Renault gegangen. Und es war eigentlich alles klar, dass ich und der Michael bei Ferrari fahren. Und ich habe aber eine Ausstiegsklausel gehabt bei Ferrari. Nur Ferrari war sich relativ sicher, dass ich die Karte nie ziehe. Und ich habe eine Bedingung gehabt. Ich habe einen Ingenieur gehabt, mit dem ich wahnsinnig gut zusammengearbeitet habe, mit dem Giorgio Ascanelli, schon aus meiner ersten Ferrari-Zeit. Der Giorgio ist aber aufgestiegen und Ferrari wollte den über beide Autos haben, Michael und mir. Und ich habe den Fehler schon das erste Mal gemacht, wie ich zu McLaren gegangen bin, habe ich den Giorgio nicht mitgenommen. Und ich und der Giorgio waren eine perfekte Einheit. Wir haben einfach gemeinsam gewusst, wie man das Auto abstimmen muss, dass es zu meinem Stil passt. Und ich bin dort einmal, und ich habe dort einmal nicht gesagt, Giorgio, komm mit mir, sondern ich habe geglaubt, nur ich bin so gut. Aber eigentlich habe ich den Ingenieur ganz notwendig gebraucht. Bin dann bei McLaren gelandet und habe irgendwann zum Ron Dennis gesagt, Ron, da gibt es einen Ingenieur, ich brauche den, der ist super. Der ist bei Ferrari, der heißt Giorgio Ascanelli. Kann man den nicht rüberbringen zu McLaren? Und ich habe dann eine Zeit lang nichts gehört und irgendwann ruft mich der Ron an und sagt, Gerd, ich habe gute Neuigkeiten und ich habe schlechte Neuigkeiten. Was möchtest du denn zuerst hören? Dann sage ich, ja, sag mal halt die guten zuerst. Dann sagt er, Giorgio Ascanelli kommt. Dann sage ich, super, was ist denn die schlechte? Die schlechte ist, er ist auf dem Ayrton, sein Auto. Und das war eigentlich auch da, wo der Ayrton dann weggezogen ist von mir. Und dann haben wir gesagt, den Fehler mache ich jetzt nicht nur einmal. Und jetzt habe ich bei Ferrari gesagt, sage ich, okay, ich bleibe, wenn der Giorgio auf mein Auto kommt. Und das hat mir dann Ferrari nicht zugestanden und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich. Aber das ist war eigentlich der Hintergrund, warum ich weggekommen bin. Das ist eine brutale Entscheidung. Nein, aber ich habe gewusst, dass ich für Michael Schumacher alles brauche, um mit dem mitzuhalten. Und da habe ich gewusst, aus meiner Erfahrung mit Senna, dass ich den Ingenieur brauche, mit dem ich, wo ich mich wohlfühle und der versteht, was ich brauche im Auto, um schnell zu sein. Du hast vorhin gesagt, Bellof hättest du es zugetraut, Senna zu schlagen. Zu schlagen, zumindest oder sie zu messen, ja, auf gleicher Ebene zu sein. Ja. Schumacher nicht? Anders. Schumacher war irrsinnig ehrgeizig, fleißig, hat Arbeit und so. Aber der Bellof war so ein Naturtalent. Okay. Unglaubliches Naturtalent. Es gibt ja dann diese Geschichte, als du dann in Benetton saßt und das Schumacher-Auto noch gefahren bist, dass die Aussage von dir gab, unfahrbar das Teil. Naja, das war eigentlich ganz interessant. Ich bin das Auto gefahren und war eigentlich beim Test auf Anhieb schnell und war relativ knapp an der Schumacher-Zeit dran. Und so für mich gefühlt wurden dann auch bei mir ausreichend Reserven drinnen, um schneller zu sein. Und wie ich aber dann neue Reifen raufgegeben habe und das schneller sein wollte, bin ich jedes Mal abgeflogen. Weil das auf den Bodenwellen des Autos aerodynamisch so kritisch war, dass ich mir wirklich schwer dann habe damit. Und ich habe dann immer so ein bisschen einen Schritt vorher stoppen müssen, um nicht wieder in diesen Bereich zu kommen. Weil ich glaube, ich bin zwei oder dreimal hintereinander abgeflogen und das Auto war auch komplett zu verschrotten nachher. Und daher bin ich dann immer so einen Schritt drunter geblieben, aber das hat dann nicht ausgereicht, um die Zeiten zu fahren. Und da habe ich gesehen, das Auto ist extrem schwierig zu handeln, extrem schwierig zu fahren.
Und der Michael hat das hinbekommen. Vielleicht auch, weil er das Auto mitentwickelt hat und weil er damit groß geworden ist oder weil er damit gewachsen ist. Aber der Michael war schon ein besonderer Rennfahrer und darum hat er 7-mal Weltmeisterschaften gewonnen. Benetton hatte ja damals die 2 Titel gewonnen. Dann ging es nicht mehr ganz so gut bei dem Team. Du hattest dann 1907. Ja, der Michael hat das genau gemacht, was ich eben bei Ferrari nicht gemacht habe mit Ascanelli. Ja. Der Michael hat die guten Leute von Benetton alle gleich mitgenommen zu Ferrari. Den Ross Brawn, den Rory Byrne, das waren die Schlüsselpersonen. Und darum sage ich, der Michael, der hat das Gesamtpaket von Michael war sehr gut. Er war fit. Er hat das Linksbremsen gut beherrscht. Er war fleißig. Er hat aber auch ein Team führen können. Er hat die Italiener geführt. Und er hat gleich die Leute mitgebracht, wo er glaubt hat, mit denen geht's. Und das waren auch die Richtigen. Die haben dann bei Benetton auf der anderen Seite gefehlt. Und die haben dann bei uns gefehlt. Die waren zum Teil vielleicht noch da, aber null motiviert, weil die waren im Kopf schon bei Michael in Maranello. Dann 1997, schwierige letzte Saison gehabt. Auch ja, verletzungsbedingt ist falsch ausgedrückt. Kiefernhöhlenentzündung? Ja, ich habe gehabt eine Infektion, Kiefernhöhleninfektion, eine chronische, über anderthalb Jahre und bin da ständig mit Antibiotika unterwegs gewesen, bis es operiert worden ist und bin dann dadurch auch zwei Rennen ausgefallen. Habe dann leider in der Zeit auch noch meinen Vater verloren beim Flugzeugabsturz, habe dann ein drittes Rennen aussetzen müssen und bin dann erst wieder in Hockenheim wieder zurückgekommen. Und das muss man sich mal vorstellen, das war wahrscheinlich die schwierigste Zeit deines Lebens oder auf jeden Fall. Ja, war eine schwierige Zeit, ja. Dann kommt auch noch Alex Wurz in den Benetton als Ersatz. Ja, aber das war kalt. Ah, okay. Das war nicht das Thema, nein. Es war einfach für mich persönlich eine schwierige Zeit, seinen Vater zu verlieren. Und ich kann mich erinnern, die Beerdigung war, glaube ich, 2 Tage bevor es abgegangen ist nach Hockenheim. Das ist natürlich alles sehr einschneidend. Aber weil ich gesagt habe, Alex Wurz, es gab ja dann in den Medien damals schon Gerüchte, kommst du überhaupt wieder zurück und so weiter. Ja, aber das ist die Formel 1, ja. Das hat dich kalt gelassen, sowas? Ich glaube, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ich war so beschäftigt mit mir selbst. Und ja, es war ja auch die Frage, ich war ja schon 37. Ich war ja körperlich nicht fit zu der Zeit. Bin eigentlich nur an der Antibiotikaflaschen gehängt. Und haben dann dazu familiär eben dieses Schicksal erlitten. Natürlich haben die Leute gesagt, warum hört er nicht auf? Und dann bist du zurückgekommen und das aber mit einem richtigen Knall in Hockenheim. Ja, das war gut. Natürlich war das auch schon ein bisschen da in Hockenheim. Kann mich erinnern, wie jeder so gesagt hat, ich freue mich, dass du wieder da bist, aber du hast ja jeden sein Gesicht ablesen können, so Chinese Smile und sagen, was tust du jetzt eigentlich da? Ja? Und ja, für mich war es ganz klar, ein Zeichen zu setzen, dass ich wieder zurück bin. Und das ist dann auch ganz gut gelungen. Das kann man sich so schlecht vorstellen, weil kannst du als Fahrer so viel extra geben, dass es auf einmal zum Sieg reicht, oder? Ja, kannst du, okay. Aber das ist, und das war für mich eine Lehre auch, wie stark der Einfluss des Mentalen oder des Denkens ist. Also ich hätte das nie geglaubt, dass man mental sich so an die Grenze bringen kann. Und das war dort so. Ich hab einfach zu mir selbst gesagt, ich werde alle vom Gegenteil beweisen. Ich werde alle das Gegenteil beweisen. Bin Pole Position gefahren, bin schnellste Runde gefahren und habe das Rennen gewonnen. Und das ist aber wirklich aus dem Kopf entstanden, weil weder körperlich noch vom Auto her waren wir gesetzt auf Sieg, oder war ich gesetzt auf Sieg. Am Ende des Jahres bist du trotzdem zurückgetreten aus der Formel 1. Wenn du zurückblickst auf deine Fahrerkarriere, gibt es irgendwas, wo du sagst, das bereust du? Natürlich gibt es viele Sachen, die man heute anders machen würde. Es gibt viele Themen, wo man sagt, wäre super, wenn man das Leben noch vor sich hätte, aber das schon alles wissen würde, was man heute weiß. Aber das Spiel geht ja anders. Und darum würde ich sagen, ich habe eine wunderschöne Formel 1-Karriere gehabt. Ich habe eine wunderschöne Motorsport-Karriere gehabt. Ich habe ein wunderschönes Leben gehabt. Ich habe gutes Geld verdient. Ich bin
mit den besten Leuten, mit den besten Plätzen, mit den besten Veranstaltungen habe ich mitgelebt. Ich habe 5 Kinder und ich habe überlebt. Ich habe nicht einmal, sogar meine Verletzungen haben sich in Grenzen gehalten. Also wer da nicht zufrieden ist mit dem Leben, da stimmt was nicht. Natürlich könnte man sagen, würde man gern 7-mal Weltmeister sein oder 1-mal Weltmeister sein oder 3-mal Weltmeister sein. Ja, es gibt immer was, was man noch gerne machen würde. Aber ich glaube, man muss dann auch mal sagen, mit dem, was man erreicht hat, kann man zufrieden sein, soll man zufrieden sein. Und ich bin es durch und durch. Die Gefahr, hast du ja angesprochen, war die bei dir als Fahrer eigentlich auch mal ein Thema? Als Fahrer selbst in der Zeit, nein. Das heute, wenn man zurückdenkt, natürlich. Aber in der aktiven Zeit ist das, hat man das nicht so richtig am Radar. Selbst als dann Ayrton Senna gestorben ist? Ja, das ist, man hat gewusst, dass das passieren kann. Man hat gewusst, wenn sowas passiert, dass was bei dem passiert, was man so gern macht. Aber es ist nicht so, dass man dann nur gedacht hat, oh, wenn ich jetzt irgendwo ausreite und das, die Mauer im falschen Winkel erreicht, dann ist es vorbei. Nein, sowas denkt man nicht. Man steigt ein und man ist beschäftigt mit dem, was man macht. Dann bist du also nicht mehr eingestiegen ins Auto, aber beim Motorsport sein lassen konntest du es trotzdem nicht. Es hat nicht lange gedauert, bis man dich in der Formel 1 wieder gesehen hat. Dann bei BMW als Funktionär, als Motorsportdirektor, glaube ich, hieß es damals offiziell. Ja, Motorsportdirektor. Eigentlich war das schon entschieden, wie ich aufgehört habe, Rennen zu fahren. Und dazu mal hat mich der Bernd Bischitzrieder, der damalige CEO von BMW, kontaktiert und hat gesagt, hättest du nicht Lust, bei uns eine Rolle zu übernehmen, sowas zu machen, würde man dazu trauen. Und ich habe gesagt, ja, wenn ich ein Jahr Zeit bekomme, weil ein Jahr brauche ich, um körperlich wieder einmal auf Vordermann zu kommen, meine Batterien aufzuladen. Ich habe gesagt, ja, kann man machen. Und somit hat sich dann der Kreis wieder geschlossen, von BMW zu, im Wesentlichen zu Ferrari und dann wieder zurück zu BMW. Und das sind auch diese beiden Firmen, die schon bei mir einen riesengroßen Platz haben im Herz. Aber auch nach der BMW-Zeit konntest du es mit dem Motorsport wieder nicht sein lassen? Ja, man kommt von dem Thema ja nicht mehr weg. Und man hat dann ja auch so viel Erfahrung und die Erfahrung will man ja auch nützen. Und daher ist, wenn man so tief drinnen steckt, wie ich bin, über diese Jahre, ist es schwer, da loszulassen. Aber es gibt ja schon Fahrer, die sagen, nach mir die Sintflut, ich bin froh, dass ich jetzt mal raus bin aus dem ganzen Chaos. Ja, ist auch ein Weg. Ich habe den anderen Weg gewählt. Dann sogar nicht ein ganz eigenes Formel-1-Team, aber schon hauptsächlich involviert in dieses Formel-1-Team mit Toro Rosso. Ein ziemlich witziger Deal eigentlich. Stimmt das? Die Hälfte der Spedition gegen die Hälfte des Formel-1-Teams? Stimmt nicht ganz. Es ist, ich glaube, man kann es nicht so sagen, sondern ja, der Didi Matischitz hat die Hälfte gekauft von meinem Logistikunternehmen und ich habe die Hälfte von Toro Rosso gekauft. Und dann nochmal quasi an oberster Front in der Formel 1 mitgekämpft? Ja, hat auch Spaß gemacht, dazu mal mit Toro Rosso. Ich glaube, 5 Jahre, oder? 5 Jahre war das. Nein, 5 Jahre war BMW. Genau, 3 Jahre Toro Rosso 2006, 2007, 2008. So, ja. Und hat Spaß gemacht, auch den Sebastian Vettel zu sehen, wie der Grip bekommen hat oder die Füße auf den Boden bekommen hat und dann sein erstes Rennen in Monza gewonnen hat. War natürlich für Toro Rosso auch ein Riesenerfolg. Oh ja, das war auch eine schöne Erfahrung. Selbst sogar dann gewonnen. Also ja, Rennen gewonnen mit Toro Rosso. Das mit Sepp war gut. Trotzdem hast du dann einen Strich gezogen nach 2008. War das nur die Regeländerung damals, wo du gesagt hast? Nein. Okay. Der Grund dafür war ganz einfach, weil das Business Case, also das Geschäftsmodell Formel 1, eigentlich in diesen Jahren nicht mehr richtig funktioniert hat. Also die ganzen Teams, auch Frank Williams, die großen Teams, die nicht einen großen OEM hinter sich gehabt haben wie Mercedes oder eine ganz starke Firma wie Red Bull, die haben finanziell das Thema kaum überstehen können. Und bei uns, bei Toro Rosso, war es so, dass wir zwar Partner waren, aber am Ende des Tages der Red Bull die Rechnung bezahlt hat.
und ich habe kein gutes Gefühl gehabt dabei. Mhm. Also es war super, die 3 Jahre das zu machen, aber ich wollte auf keinen Fall unsere Freundschaft und unsere Partnerschaft in vielen anderen Sachen strapazieren. Und da habe ich einfach gesehen, dass du über Markt, über Sponsoren das Thema nicht abdecken kannst, sondern dass das alleine an den Schultern bei Red Bull hängen bleibt und somit war es eigentlich vorgegeben und nur fair, da wieder eine Lösung zu finden. Dann war es auch noch ganz kurz mal bei der FIA. Ja, bei der FIA war ich eigentlich nur aus dem Grund, weil ich habe natürlich sehr eng mit dem Jean Todt zusammengearbeitet bei Ferrari und der hat auch viel gemacht für mich und der ist dann irgendwann gekommen und gesagt, ja, du musst mir helfen bei der FIA, ich brauche die für die Signal Sitter Commission und ich habe gesagt, lass mich mit dem in Ruhe. Und dann hat er gesagt, gib irgendwas zurück dem Motorsport, du musst auch einmal was zurückgeben dem Motorsport. Ja, ja. So diese Gespräche immer wieder bohrt, typisch Jean Todt, gibt keine Ruhe, bis dann so weit war, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt für ein Jahr und das eine Jahr sind dann eh 3 Jahre geworden und dann bin dann 3 Jahre da bei der FIA gewesen. Das ist immer ganz witzig. Aber es war für mich super, weil ich habe dann die Erfahrung gehabt als Rennfahrer, ich habe die Erfahrung gehabt als Motorsportdirektor bei BMW, was gute Zeit war und dort haben wir auch Le Mans gemacht, Le Mans gewonnen. Wunderschönes Auto. Ja, super schönes Auto gewesen. Also das war eine super Erfahrung. Dann natürlich eigenes Formel 1 auch wieder gute Erfahrung. Und dann einmal ganz was anderes und zwar auf der Seite der FIA, die andere Seite der Boxenmauer wieder, Reglements und diese ganze Struktur, die dahinter steht. Daher bereue es nicht, aber ja, das war mal so ein Seitensprung. Das ist ganz witzig, weil die Leute, die FIA fragt ja oftmals dann so Leute an, aber die meisten sagen halt, es ist viel Zeit und relativ wenig Geld dafür, was man sonst halt macht in solchen Spitzenpositionen. Ja, es passt überhaupt nicht zu mir. Ja. Aber das war eigentlich ein Gefallen an den Jean Todt. Okay. Und dann, wem hast du 2017 Gefallen tun müssen, als du die DTM übernommen hast? Also, ja, aber das war zufällig vom Timing her gut. Weil ich habe überlegt, nach Österreich zurückzuziehen. Oder ich habe eigentlich beschlossen, nach Österreich zurückzuziehen von Monaco. Und habe dann einige Themen am Tisch gehabt in Richtung Formel 1. Und da ist aber dann schon richtig 20 Grand Prix gegangen. Und habe gesagt, ich mache doch nie mehr im Leben 20 Grand Prix auf der ganzen Welt. Ich habe gerade eine junge Familie, kleine Kinder, gerade geboren gewesen. Wenn ich das jetzt mache, bin ich wieder nicht zu Hause. Kannst du verraten, was da gab? Wir? Was da im Raum stand, Formel 1? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Also, ja, eigentlich relativ viele Sachen sind da gewesen. Okay. Ja. Und dann ist, glaube ich, der Dr. Wolf, der Jens Marquardt von BMW ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich mir so etwas vorstellen könnte. Und dann habe ich gesagt, DTM, ich war jetzt eigentlich kein ganz großer Fan der DTM. Und dann hat man so mit mir gesagt, wenn ich jetzt nach Österreich gehe, und sage, ich möchte doch noch im Motorsport irgendwo meinen Fuß haben. Aber ich will nicht von mir eins machen mit 20 Rennen. Dann ist doch das vielleicht etwas, was gut passen könnte. Und so habe ich mich dann mit den Gedanken angefreundet und irgendwann habe ich gesagt, warum eigentlich nicht? Kann ich alles mit dem Auto machen, brauche keinen Flieger, ich will mit keinem Flieger mehr einsteigen, kann mein Auto machen. Es ist alles in Europa, es ist überschaubar von der Anzahl der Rennen. Und ja, und dann habe ich irgendwann zugesagt. Ja. War dir damals klar, in welchem Zustand die DTM insgesamt ist? Nein, ich habe das nicht so genau befolgt. Und die haben ja alle nicht die Wahrheit gesagt, ja. aber es ist ja Teil des Geschäftes, ja, ist okay. Nein, und ich bin da auch nicht empfindlich, weil wenn ich mich für was entscheide, dann hänge ich mich auch rein und dann nehme ich die Themen halt einfach so, wie sie kommen. Aber es war ja eine brutale Phase da, gerade als du eingestiegen bist. Ich kann mich auch noch erinnern, da hattest du Servus TV mal einen Auftritt als auch Formel 1 Experte und hat dir riesig Spaß gemacht, über die Formel 1 zu reden und dann hieß es, jetzt müssen wir noch über die DTM sprechen und dann hast du richtig geschluckt teilweise, weil die Zeit, da hat die DTM ums Überleben gekämpft. Ja, es ist natürlich, das waren jetzt eigentlich alles schwierige Jahre, weil zum Kernproblem der DTM und den Herstellern ist ja auch diese Thematik dazu gekommen, Corona, Ukraine jetzt, es kommt eigentlich nur Gegenwind. Trotzdem, ich kämpfe gerne. Es macht mir auch Spaß, da oder dort einmal breite Schultern zu zeigen oder auch einmal zu kämpfen zu müssen. Aber jetzt wäre dann schon ganz gut, wenn das Kämpfen mal wieder, oder der Wind wieder mal in eine andere Richtung drehen würde.
Ich meine, wenn wir jetzt sagen, es war eine schwierige Zeit, es ist Mercedes ausgestiegen, dann gab es längere Zeit mal. Sind eh wieder alle da. Dann gab es längere Zeit mal ein bisschen mit Super GT Versuche, das irgendwie noch zu retten, weil das war damals, die war ja extrem kostenintensiv. Klar, das Problem war einfach, wie ich reingekommen bin, hat man gesagt, okay, wenn der Gerhard da ist, dann über denselben Netzwerk werden wir vielleicht andere Marken reinziehen. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass das mit den anderen Marken einfach nicht passiert, weil es die DTM schon in erster Linie in Deutschland und Europa stattfindet, jede Marke schon einiges an Geld in die Hand nehmen muss, um sein Reglement zu entwickeln. Und die Zeit momentan sowieso gerade ein bisschen in eine andere Richtung sich bewegt, und zwar in die Elektrifizierung, und dass man das Thema mit diesem Reglement nicht hinkriegen kann. Dann kam ja quasi Class One Reglement. Aber das Class One Reglement, das hat mich eigentlich begeistert, weil das war ein sehr gutes Reglement. Das sind schnelle Autos gewesen, und für die Art von Premium sind sie nicht teuer gewesen, weil diese Standardteile eigentlich ja schon gewisse Entwicklungen eingeschränkt haben. Aber unterm Strich war es einfach zu teuer, und der Return auf Invest war nicht gut genug, um Japaner, Amerikaner oder so in die DTM zu bewegen. Und dann durch den Ausstieg von Audi bin ich eigentlich gezwungen worden, das Reglement in die Richtung zu verändern. Und manchmal muss man auch zum Glück gezwungen werden. Und dann kam GT3, und dann kam das, weil du gesagt hast, Beziehungen spielen lassen und so weiter. Und ich glaube, das ist deine größte Leistung überhaupt irgendwie nach der aktiven Karriere, die DTM da am Leben zu halten. Dass du es geschafft hast, da wieder alle in diese DTM reinzuholen. Ich meine, heute sind da Marken wie Ferrari auch vertreten. Mercedes, hast du schon gesagt, sind wieder zurück, zwar nicht als Werk, aber... Die waren ja vorher auch nicht das Werk, es war vorher auch... Wir reden da immer so von... Die Hersteller waren ja immer mit diesen Teams da. Ich meine, der Audi war schon aus Audi da, aber so wie Team, jetzt auch aus Team Audi Rosberg da, aber das ist der Team Rosberg, so wie heute auch, oder das Team Abt, so wie heute auch. Also von der Seite hat sich gar nichts geändert. Was sich geändert hat, ist das Class 3 Reglement und GT3-Reglement. Und ansonsten ist die Plattform dieselbe, die ich übernommen habe. Sprintrennen, ähnliche Rennstrecken. Aber es hat sich jetzt wirklich zum Guten gewendet. Und wie du richtig gesagt hast, es war extrem schwierig. Ich meine, das Thema war schon, das Thema, die Kurve zu kriegen, war schon, hat alle Kraft gebraucht. Aber ich habe eine gute Mannschaft gehabt. Ich habe einige Leute gehabt, die mitgezogen sind. Es sind aber auch viele, die den Glauben verloren haben und die dann gesagt haben, okay, weg vom sinkenden Schiff. Und ich habe mir halt gesagt, naja, wenn man sich committet für was und wenn man sagt, man versucht es nach vorne zu bringen, dann muss man kämpfen. Und das habe ich halt dann gemacht. Ja. Und deswegen haben wir jetzt Ferrari, Lamborghini und wie sie alle heißen. Ja. Es sind momentan 29 Autos angemeldet, jedes gut. Ich habe gerade heute gesehen, dass Niki Thiem der Nächste ist, der jetzt im Lamborghini dabei ist, und der ist auch zweimal Weltmeister. Also da, ich glaube, die Meisterschaft war extremst hart letztes Jahr, war sicherlich die beste GT-Meisterschaft weltweit, die es gibt. Aber ich glaube, dass sie heuer noch einmal einiges stärker wird. Und das ist das Alleinstellungsmerkmal der DTM, dass Profifahrer da sitzen, sich das Auto nicht teilen müssen mit jemandem, der dafür bezahlt. Und ja, also ich sehe das nicht negativ bei anderen Serien, sondern die haben ein anderes Format, die haben ein Langstreckenformat, einfacher Zeit, ein Fahrer fährt schnell, der andere versucht sich da an dem Fahrer dann zu messen, das ist ganz was anderes und auch total in Ordnung. Aber wir sind Profifahrer, Sprintrennen, schwieriger zu finanzieren natürlich für die Teams, aber es ist am Ende das auch dann einen großen TV-Sender dazu bewegt, sowas live zu übertragen. Jetzt gibt es aber große Unternehmungen von eurer Seite, auch die DTM elektrisch aufzustellen. Ist es ein Parallel-GT3 oder benzinbetriebener Sport und elektrisch, oder soll die Zukunft der DTM rein elektrisch werden? Absolut parallel. Okay. Absolut parallel, weil ich glaube, dass es einfach noch nicht endgültig entschieden ist, wo die Antriebstechnologie
in Zukunft landet. Es deutet sehr viel darauf hin, dass die Autos mehr und mehr elektrisch werden, in der Stadt sowieso, aber auch sonst. Die Reichweiten werden jedes Jahr um einiges besser. Aber es gibt auch noch viele Fragezeichen dahinter. Also ich glaube, wir sind jetzt so in dieser Transformationsphase, wo wir noch nicht genau wissen, wie das Endresultat dann ausschauen kann oder ausschauen wird. Aber ich glaube, als Motorsport kann man nicht auf die Seite schauen. Ich glaube, wir müssen uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Ich glaube, wir müssen den Trend von der Straße auch folgen. Und daher haben wir entschieden, einen elektrischen Tourenwagen zu entwickeln, der aber dann auch spektakulär schnell sein soll und auch vor allem die Sportler an die Limits bringen soll. Und das haben wir. Ich glaube, unser Projekt schaut sehr gut aus. Auto wird im Qualifying bis zu 1200 PS haben, wird im Rennen 850, 900 PS haben, wird 30 Minuten fahren, und zwar auf die Rennstrecken, wo wir jetzt auch fahren. Und ich würde es einfach gern parallel laufen lassen und den Fan entscheiden lassen, was er dann am Ende, was ihm gefällt. Weil ich glaube, dass der Fan, ja, ich als Fan, mir ist völlig egal, was die Antriebstechnologie ist. Solange es Rad an Rampftuell ist, solange es die Sportler ans Limit bringt, solange es schnell und attraktiv ist, spektakulär ist. Und wenn es in der heutigen Zeit auch noch nachhaltiger ist, dann ist es das auf diese Karte, auf die ich setze. Und jetzt muss man einfach schauen, dass diese Nachhaltigkeit dann auch wirklich gegeben ist. Und wir kennen die ganzen Diskussionen. Man muss ja dann schon einen Schritt weiter noch gehen und sagen, wo kommt denn die Technologie her, wo kommen denn die Rohstoffe her, wie wird recycelt und so weiter, kennen wir alles. Aber das ist auch eine Aufgabe, die wir auf der Straße lösen müssen, und an der arbeiten wir. Was natürlich bei einer Plattform noch besonders wichtig ist, man darf nicht vergessen, das Rennauto selbst produziert ja nur 1% oder 2% CO2-Belastung in diesen Wochen von der Gesamtbelastung. Aber wir müssen uns ja auch damit beschäftigen, wie kommen die Autos zur Rennstrecke, wie wird dort schnell geladen, wie kann man insgesamt die Nachhaltigkeit verbessern und wie kann man da wirklich dem Anspruch gerecht werden, den die Welt heute einfach setzt. Und das, dem Thema stellen wir uns. Hand aufs Herz, würdet ihr, okay, Sportler ans Limit, toll Motorsport, aber würde dir der Sound zum Beispiel nicht fehlen? Der Sound ist das einzige Thema, glaube ich, was noch nicht gelöst ist, aber das wird auch irgendwann gelöst sein. Wir denken auch darüber nach, wie man es lösen kann. Das DNA eines Verbrenners ist natürlich ganz was anderes als das DNA eines Elektromotors, und daher kann man natürlich das andere nicht einfach kopieren zum anderen, sondern es muss ja jeder sein eigenes Leben haben. Und da sind wir uns noch nicht sicher, wie wir das lösen. Aber das ist das Einzige. Aber ich sage, wenn ich das Ding um die Ecke habe, wo jedes Rad einzeln kontrolliert, angetrieben, gesteuert wird, mit 1200 PS, mit 350 Stundenkilometer schnell, da ist das kann das ein sehr attraktiver Motorsport werden. Und das ist auch die Differenzierung zur Formel E. Also okay, genau. Tourenwagen ist sowieso. Die Formel E ist ja grundsätzlich von der Technologie her zu sehr einem frühen Zeitpunkt entstanden und somit auch im Trend gelegen. Aber was die halt nur im zweiten, oder was die nicht in den Mittelpunkt gerückt haben, ist das Interesse des Fans. Und der Fans Interesse ist wirklich einfach, die Hamiltons, Verstappens und so zu sehen, wie sie am Limit sind und im Limit kämpfen und wie sie Rad an Rad Duelle liefern. Und das versuchen wir halt jetzt mit unserer, da versuchen wir zu lernen und in unserer Elektroserie anders umzusetzen. Setzt du dich auch dann selber mal ans Steuer? Nein, ich glaube, man muss da irgendwann einfach einmal sagen, wenn man da so eine Mischung hat, immer wieder da ein bisschen mitreden will und dann mitfahrt, und ich glaube, man muss irgendwann sagen, links oder rechts. Nein, aber mal zumindest mal Testfahrer. Aber das kann durchaus sein, ja. Wann bist du überhaupt das letzte Mal ein Rennen gefahren? Rennen bin ich schon ewig nicht mehr gefahren. Kann man gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal. Ja, Rennen. Ich bin dann noch da oder dort mein klassisches Rennen gefahren in Goodwood. Aber ansonsten, glaube ich, bin ich mein echtes großes Rennen, bin ich 97 das letzte Mal gefahren in Eres. Aber Sportwagen, Rennwagen auf der Rennstrecke bewegen, ist das auch was?
Nicht so? Eigentlich eher weniger. Okay. Also erfüllt dich die DTM, das Unternehmertum? Mir erfüllt das Ganze drumherum im Motorsport sehr. Ich bin ja auch gerne hier beim Formel 1 Rennen, mache mir auch Gedanken und schaue ja dazu und interessiert mich alles. Und die DTM ist mir natürlich in der Zwischenzeit schon ins Herz gewachsen, weil die DTM bietet tollen Motorsport, wirklich tollen Motorsport. Und die deutschen Fans danken es auch. In Deutschland ist die DTM schon, hat einen riesen Stellenwert. Und wir müssen schauen, dass wir diesen Stellenwert beibehalten, beziehungsweise dass wir die DTM pflegen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben heuer, wie gesagt, momentan 29 Superautos gemeldet bei der DTM. Wir haben aber auch in der Trophäe schon über 20 oder 20 Autos. Wir haben in der Klassik je Gruppe 25 Autos. Wir haben den M2 gehabt dabei. Wir haben E-Sport funktioniert auch gut. Also ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Und wie gesagt, ein bisschen mehr Rückenwind wird man uns manchmal wünschen, aber der wird auch noch kommen. Ich muss gestehen, ich schaue mir ja, sofern es vom Zeitplan möglich ist, auch jedes DTM-Rennen an. Verfolge die DTM aber natürlich nicht so genau wie mein Kollege Robert. Der ist ja bei den DTM-Rennen immer dabei. Und der hat mir gesagt, Silas, es kommt ihm so vor, als würde Gerhard Berger nicht mehr ganz so oft dabei sein wie früher. Ist es ein richtiger... Er beobachtet gut, ja. Weil ich natürlich auch gesagt habe, wir müssen schon schauen, diese DTM muss ja noch lang weiterleben und es darf nicht alles nur von mir abhängig sein. Man muss schauen, dass man auch gewisse Themen abgibt. Und wenn man immer nur vorne selbst die Themen alle macht, dann macht man vielleicht da oder dort auch einmal weniger Fehler, aber das am Ende des Tages es ist der falsche Weg. Und wenn wir uns jetzt gerade da Charlie Whiting anschauen und die ganzen Jahre wird niemand herangeführt an so ein Thema, dann gibt es ein Vakuum. Und darum habe ich gesagt, nein, ich glaube, es wäre gut, so nur einen halben Schritt ein bisschen zurück machen und den anderen, einen oder anderen auch Entscheidungen machen zu lassen. Ist aber kein Indiz dafür, dass du dich schon anderweitig umschaust, das nächste Projekt planst? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Bin voll engagiert, bin auch schon ständig dabei bei den Meetings und so überall. Aber schick manchmal wir haben den Martin Tomczyk jetzt dabei, den Freddy Elsen, also und ich lasse die ja gerne ein bisschen laufen, weil die haben auch alle Erfahrung und ich glaube, die können da die Themen alle einen guten Dienst machen. Super. Ich sage vielen lieben Dank für die viele Zeit, die du dir genommen hast für uns. Bitte. Alles Gute für die DTM und natürlich auch alles Gute persönlich. Danke.